Die griechische Küstenwache erreicht am Mittag die Insel Chios. An Bord mehrere Leichen. Laut Behörden sollen es drei Minderjährige sein, die auf der Flucht nach Europa gestorben sind. Künftig soll sich niemand mehr auf den gefährlichen Weg machen. Heute beschließt das EU-Parlament die Verschärfung des Asylrechts. Damit will Europa die illegale Migration stoppen. In der Debatte zuvor nennt die zuständige EU-Kommissarin die erwartete Einigung historisch. Migration handelt von Menschen, von Männern, Frauen und Kindern. Und wenn die Migrationspolitik scheitert, dann müssen Menschen dafür bezahlen. Es ist Zeit, unsere kaputte Migrationspolitik zu reparieren. Die Reform der EU folgt einer einfachen Logik. Langsamer rein, schneller raus. Künftig sollen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden. So soll es Grenzverfahren für Flüchtlinge mit geringer Aufnahmechance geben. Die Asylbewerber sollen ein Schnellverfahren durchlaufen und bei Ablehnung in bis zu 12 Wochen rückgeführt werden. In der Zwischenzeit sollen sie unter haftähnlichen Bedingungen in Lagern untergebracht werden. Die Regelung gilt auch für Familien mit Kindern. Erik Marquardt sitzt für die Grünen im EU-Parlament. Er lehnt die Asylreform ab. In beiden Teilen basiert der Pakt einfach auf dieser Grundannahme, dass man Geflüchtete schlechter behandeln muss. Und dann würden sie schon irgendwann aufhören zu kommen. Aber das hat sich in der Vergangenheit nicht bestätigt. Und nun einfach noch Kinder und Familien in Lagern wegzusperren. Migrationsforscherin Judith Kohlenberger sieht handwerkliche Mängel. Außerdem glaubt sie nicht an schnellere Verfahren. Denn bei den Plänen der EU müssen die Herkunftsländer mitziehen und die wurden nicht mit einbezogen. Ich glaube, genau das ist auch hier das Nadelöhr. Und wenn diese Rückführungen nicht gelingen, dann kann es innerhalb kürzester Zeit zu einem Rückstau von Personen in diesen Anhaltezentren oder Lagern kommen. Und dann kommen wir sehr schnell in eine Situation, wie sie zum Beispiel im Lager Moria auf Lesbos herrschte. Das Flüchtlingslager in Griechenland gilt als mahnendes Beispiel. Das Lager war für knapp 3000 Menschen konzipiert. Zeitweilig lebten dort mehr als 10.000 Menschen. Wegen der Überfüllung herrschten jahrelang katastrophale Verhältnisse. Im September 2020 brannte das Lager ab. Neben den Grenzverfahren hat sich das EU-Parlament heute auch auf einen Solidaritätsmechanismus geeinigt. Er soll für eine gerechtere Verteilung sorgen. Wer weniger Menschen aufnimmt, soll dafür zahlen. 20.000 Euro pro Flüchtling, so der Deal. Abschottung, Abschreckung und Auslagerung. Das ist der große Trend auf europäischer, auch auf nationaler Ebene. Und die Reform, die wir jetzt sehen, die führt diesen Trend weiter. Warum? Weil wir auf der anderen Seite kaum Bausteine oder Ideen darin finden, wie denn der globale Flüchtlingsschutz vorangetrieben werden soll. Mit der Zustimmung zur Asylreform ist der künftige Kurs in Europa klar. Jetzt muss die Praxis zeigen, ob die Maßnahmen wirklich Menschen davon abhalten, nach Europa zu flüchten. Wir sprechen über den neuen EU-Pakt. Jetzt mit unserem Korrespondenten Christian Feld in Brüssel. Christian, das hat 7, 8 Jahre gedauert, das Ding auf den Weg zu bringen. Wie schnell wird das denn jetzt umgesetzt werden können? Also die 27 EU-Mitgliedstaaten haben 2 Jahre Zeit, um das Asylpaket umzusetzen. Das sind mehr als 10 Gesetze. Das macht man nicht mal eben im Handstreich. Ja, und dann ist die Frage, machen das dann auch alle? Das eine ist ja ein Beschluss im EU-Parlament oder unter den Mitgliedstaaten. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass diese Politik dann auch im eigenen Land zur Realität wird. Wer ist dabei bei der Verteilung von Flüchtlingen oder wer zahlt lieber dieses Strafgeld? Wenn das am Ende dann zu wenige sind, die aufnehmen wollen, dann wird es nichts mit der Entlastung der Länder an den Außengrenzen. Hey, du sagst es gerade schon, weil dieses Paket alleine wird ja nicht alle Probleme lösen. Das zentrale Problem, das kennen wir auch aus Deutschland, eben das Abschieben. Selbst Schwerverbrecher bekommt man nicht außer Landes, weil eben die Heimatländer diese Menschen nicht wollen. Wie will die EU das denn lösen? Das kann auch weiterhin noch ein Problem bleiben. Die EU kann natürlich entweder auf die Herkunftsländer Druck ausüben oder eben Anreize bieten, also Geld zahlen. Gibt ja auch entsprechende Abkommen, zum Beispiel mit Tunesien. Allerdings so richtig leuchtend gut läuft es bisher noch nicht. Und unter dem Strich bleiben dann Fragezeichen. Aber wenn das jetzt sehr skeptisch klingt, andererseits ist heute schon ein großer Schritt gelungen, dass es die Asylreform nach Jahren der Verhandlungen überhaupt ins Ziel geschafft hat. Oder wie Außenministerin Baerbock sagt, die EU beweise in schwierigen Zeiten Handlungsfähigkeit. Und jetzt dann der Praxistest. Danke für die Information und die Einschätzung. Christian Feld, live aus Brüssel.